In der aktuellen Diskussion um einen griechischen Schuldenschnitt rücken sogenannte Kreditausfallderivate bzw. Credit Default Swaps auf Englisch wieder verstärkt auf die Agenda. Heute wollen wir das Thema mal näher beleuchten mit Michael Bloss, er ist Finanzexperte und EFD-Direktor. Herr Bloss, um was handelt es sich genau bei diesen CDS? Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Kreditausfallderivat, also sprich, wird der Kreditnehmer dementsprechend schlechter von der Bonität her oder kann seine Kreditschuld nicht mehr zurückzahlen, dann zieht diese Kreditversicherung. Jetzt muss man da allerdings eines dazu sagen, das passiert jetzt nicht, wenn einfach jemand sagt, ich kann nicht mehr bezahlen oder ich will nicht mehr bezahlen, sondern es muss ganz klar festgelegt werden. Da gibt es im Vorfeld ganz klar definierte Grenzen, in denen das passiert. Und es gibt ein Aufsichtsgremium, die sogenannte ISTA, die das Thema auch feststellen muss. Also die schaut sich wirklich sachlich an, stimmt das, wurden die Titel nicht mehr bedient und gibt dann dementsprechend die Zahlungen frei. Und dann ist es im Prinzip so, wie wenn Sie eine Feuerversicherung haben, das Haus ist abgebrannt, Sie kriegen einen Teil wieder zurückbezahlt, nämlich das, was die Recovery Rate abdeckt, und das im Regelfall zu 60%. Warum befürchten nun einige Experten, dass diese CDS die Krise weiter verschärfen könnten? Die Krise weiter verschärfen ist eigentlich im Prinzip ein Zweitrundeneffekt. Man hat sehr, sehr viele Kreditausfallversicherungen auf Griechenland, Italien, Spanien und Portugal gehandelt. Immer wohl wissend, da passiert nichts. Das ist ein Eurostaat, der ist in der Eurozone verhaftet, da dürfte eigentlich nichts passieren, sind vom Rating her gut. Deswegen haben die Banken diese Geschäfte gemacht. Und jetzt hat sich allerdings die Lage dramatisch verändert. Und durch diese Veränderungsleistung kommt natürlich jetzt langsam aber sicher das Feuer auch auf die Banken näher. Denn wenn die alle gezogen werden, die ganzen Versicherungen, dann müssen die Banken dementsprechend zahlen. Und das ist das Problem, was wir im Augenblick sehen, dass im Prinzip im Zweitrundeneffekt die wenigen Prämien, die die Banken reingenommen haben für diese Absicherungen, das jetzt nicht mehr ausreichen, um die dann auch auszuzahlen. Das ist eine Frage der Stücke, die da draußen sind. Aber die Frage ist im Augenblick auch, werden diese Versicherungen überhaupt gezogen, beziehungsweise greifen die Versicherungen überhaupt angesichts eines Schuldenschnitts in Höhe von diskutierten 50%? Also im Augenblick ziehen diese Versicherungen nicht, das hat die ISTA auch ganz klar gesagt, das ist kein Default, das ist ein freiwilliger Schuldenschnitt und alles, was freiwillig ist, da kann man niemand versicherungstechnisch dafür anklagen. Also im Augenblick sind die Kreditausfallversicherungen sicher, in Anführungszeichen, also ziehe nicht. Wenn es allerdings jetzt dazu kommen sollte, dass diese 50% nicht reichen, dass es also mehr werden müssen, man prokuriert also so circa 60%, dass das so die magische Grenze ist, oder dass dieses Thema privat und freiwillig nicht zählt. Ja, also sprich, dass diese Freiwilligkeitsverpflichtung rausfällt und es wird ein drastischer Schuldenschnitt, der aufoktroyiert wird, dann würden die Versicherungen ziehen und dann hätten wir das Problem auch wirklich da. Innerhalb der Politik wird jetzt verstärkt über ein Verbot sogenannter CDS nachgedacht. Aber was ist de facto eigentlich überhaupt so schlimm an den CDS, wenn sie, wie Sie beschrieben haben, eine Feuerversicherung sind oder vergleichbar mit einer Feuerversicherung? Es ist überhaupt nichts Schlimmes dran, außer die Tatsache, dass Sie mehr Feuerversicherungen auf ein Objekt haben können, als das Objekt im Prinzip wert ist. Ja, das gibt zwei Punkte, warum das so ist. Zum einen, weil die nicht das 100%ige Ausfallrisiko abdecken, sondern so in Größenordnung um die 60%. Deswegen hat man einfach mehr gekauft, um auf dieses 100% nominal zu kommen zum Schluss. Und der zweite Punkt ist, es wurde natürlich auch sehr, sehr viel damit spekuliert. Man konnte damit gut Geld verdienen. Da sieht man auch deutliche Schwankungen drin. Und das ist das Thema, was die Politik im Augenblick eindämmen will. Sie geht meiner Ansicht nach falsch vor. Ich kann nicht hergehen und sagen, dieses Instrument ist falsch, das darf nicht mehr genutzt werden. Man muss es so eindämmen, dass man sagt, okay, das Instrument darf genutzt werden, aber nur in einem gewissen Rahmen. Und da würde ich auch nicht auf 1:1 gehen, weil es bringt auch nichts. Wir müssen auch eine gewisse Fluktuität im Markt halten. Aber vielleicht 1:3, 1:4 wäre eine ordentliche Geschichte. Was wir im Augenblick haben, ist wahrscheinlich 1:10 oder noch mehr. Also das ist im Augenblick doch durchaus übertrieben. Also etwas eindämmen ist in Ordnung, aber auf keinen Fall verbieten, weil dann kommt irgendwas Neues, dann lassen wir uns was Neues einfallen. Also verstehe ich Sie richtig, eine gewisse Regulierung, aber kein Verbot? So richtig, ja, genau. Michael Bloss zu den CDS, die wieder erneut in der Diskussion sind. Allerbesten Dank für das Gespräch.